Ja, salve, hier ist Dietmar von tarifTipp.de mit einem weiteren Testvideo. Das drehe ich mit dem brandneuen Nokia 2.4 mit der Hauptkamera. Die hat ja auch mal eine Linse, das Nokia 2.4. Und in der maximalen Videoauflösung, und die beträgt hier Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde. Es gibt sogar ein EIS, einen elektronischen Bildstabilisator. Funktioniert so mittelprächtig, würde ich mal sagen. Hat ja, das Handy hat nicht so einen richtig starken Prozessor. Insofern muss man da ein bisschen Kompromisse eingehen. Aber immerhin, es gibt ein EIS. Und dieses Video habe ich natürlich wieder mit den internen Mikros aufgenommen. Und wenn ihr den Testbericht zum Nokia 2.4, den vollständigen Test, sehen wollt, dann schaut mal auf meinem YouTube-Kanal. Ist schon online. Vielleicht sehen wir uns dann ja wieder. Bis dann.